Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne. Wir wollten am Strand von Megara oder Küste von Megara heißt es ja, diese Höhle hier noch erkunden, nachdem wir schon ordentlich aufgeräumt haben. Und wir haben uns das letzte Mal die Speerattacke zugelegt. Oh, warte mal, bevor ich hier irgendwas mache, erstmal einen Schrein der Erfahrung aktivieren. Und die Schildkröten ausschalten und hoffentlich droppen die wieder eine Essenz. Das machen sie natürlich nicht, um mich zu natzen. Das macht aber nichts. So, immer rein ins Getümmel. So, das sind alles Nahkämpfer. Dann ziehe ich die hier auch nochmal ran. Ach, wo ist denn der andere jetzt? Ja, da war ich wieder zu ungeduldig. Zwei Stück haben letztendlich gefehlt. Bam! Zerfetzt. Naja, nichts gedroppt. Ich glaube, die droppen Dämonenblut oder sowas. In der Regel. So, rein ins Getümmel, alles ziehen. Die Taktik ist immer die gleiche. Und dann Realitätsstörung. Und die Probleme erledigen sich ganz von alleine. Oh, ein Beinschutz der... Oh, ach, das ist ein Stab, verdammt. Nein. Kein Speer. Ein Stab. Mist. So. Dann schauen wir mal. Ja, den Stab, wenn ich ihn finde. Hier ist er. Ja, schade. Was haben wir hier noch? 114, aber 27 Geschicklichkeit. Das ist natürlich auch cool. Das ist ein das sieht ganz schön groß aus. Ist ja, dass das normale Schwert ist? Ah ne, zwei Hände gibt es ja hier gar nicht, ne? Ah, oh, das können wir gar nicht tragen, weil wir nicht genug Stärke haben. Ja, jetzt fängt es wieder an. Wir müssen auch langsam... Ach so, verstehe. Jetzt können wir es tragen. Jetzt können wir es nicht mehr tragen. Ah, verstehe. Gut, allerdings ist mir die Verteidigung ein bisschen wichtiger. Da wir jetzt ja unsere Ausrüstung zu sehr vernachlässigt haben. Dennoch sind wir in neuem Gebiet. Das heißt, stärkere Gegner. Und da ist mir die Verteidigung, denke ich, erstmal wichtiger. So, was haben wir hier Schickes drin? Och nein. Immer nur Stäbe. Ist das deren Ernst? Oh, Aspis der Dorn. Der schmettert bestimmt Schaden zurück. Ja, Durchschlagsvergeltung. Hm. Ja, mit 5% Schildblock sind wir eigentlich ganz gut dabei. Stärkung, Geschicklichkeit. Ne, da muss schon was Besseres kommen. Auch wenn wir höchstwahrscheinlich richtig gute Sachen jetzt hier liegen lassen. So, ich gehe direkt mal auf den größten. Naja, wieder nichts gedroppt. Hoffentlich sind hier noch ein paar Truhen. So, sehr nice. Die sind relativ einfach zu besiegen. Ah, sage ich und hau dann eine Stunde auf dem Gegner rum. Aber sie ziehen auch nichts ab. Von daher ist es okay. Gut. Hier unten noch. Direkt auf die Schamanen. So. Dann brauchen wir nur noch den hier töten. Und dann haben wir es auch. So, mal kurz auf die Map schauen. Jawohl, wir haben die Höhle erkundet. Haben wir abgehakt. Und jetzt können wir weiter die Küste nicht unsicher machen, aber aus den Händen der bösen Kreaturen befreien. Und letztendlich, um in Megara anzukommen, ja, um uns die Tipps für ein Geschenk für das Orakel, ja, einzuholen. So, haben wir noch mehr davon? Dann würde ich die mal ganz gerne hier anziehen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht bis dahin reichen. Doch, es reicht. Geil. Das geht recht gut, muss ich sagen. So, ja, die Möwen, die irritieren so ein bisschen. Ich will, ich sehe die so ein bisschen als Gegner. So, hier rein, die Schildkröte auch noch. Und zack. Lasse droppen. Ach, aber bitte was Brauchbares. Ja, sehr geil. Ach, da ist noch eine. Na komm. Yeah. Nun gut. Ja, wahrscheinlich, ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn wir die, die Welle abgebaut haben. Ja, ich mach die Schamanen hier weg, dann können die da vorne getötet werden. So, wir sind angekommen in Megara. Denke ich zumindest. Ja, wir sind in Megara angekommen. Das heißt, wir sind hier in unserem Zielgebiet. Oh,
Das ploppt aber sehr plötzlich auf das Boot. Genau, hier haben wir einen Verzauberer. Hier eine Quest. Die Wahrheit ist... Gut, wie gesagt, ich nehme die jetzt nur noch an. Wer die vollständige Story sehen will, der soll bitte den normalen Schwierigkeitsgrad anschauen. Willkommen, willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Ja, wahrscheinlich eher nicht. So, ich verkaufe das jetzt einfach alles mal. Da war jetzt nichts Brauchbares dabei. Außer das vielleicht. Aber, nö. So, warte mal, dann können wir das, damit ich nicht wieder auf den Gedanken komme, das wieder anzuziehen, werde ich das auch nochmal verkaufen. So, mit Zufriedenheitsgarantie. Ja, genau. Also, warte mal, wir haben hier den Verzauberer, aber wir haben hier schon wieder nicht den... Dann ist es echt erst in Memphis, oder? Ich weiß es nicht. Leonidas hatte ich also geschickt. Ja, hier haben wir zumindest ein Portal. Ach so, die Worte des Orakels. Okay, jetzt haben wir erfahren, was wir brauchen. Alle sprechen über bla bla bla. Ja, helfen wir mal ein bisschen mit hier, wobei... Wie gesagt, das bringt ja nicht wirklich was. Oh, da ist wieder komisch vor. Und hinter der Stadt ist ein Brunnen, würde ich schon sagen. Ein Brunnen der Wiederbelebung. Warum so dicht hintereinander? Verstehe ich nicht. So... Geht ab. Gut, das hätten wir. Ich gehe einfach mal hier raus, weil es unkonventionell ist. Außenbezirke von Megara. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Beziehungsweise, wir wissen es eigentlich. Wir sind ja nur dabei, unseren Charakter hochzuziehen. So. Und nicht anders. So ein bisschen Lebensentzug wäre natürlich auch geil, gerade wenn wir in den Nahkampf gehen. Das Glück... Oh, hier ist ein Schrein der Erfahrung. Elite-Krieger, dass ich nicht lache. So. Ah, sehr geil. So, die ziehe ich mal ein bisschen zusammen. Dann hätte ich das auch... Oh, da ist was gedroppt. Halskette der Essenz. Guck mal, wir können ganz entspannt hier looten. Gibt das eigentlich eine Animation, wenn wir den Schüssen ausweichen? Okay, das war ein Block, das hat man gehört. Hm. Nicht, ne? Naja, dann stirb. So. Zack. Nichts gedroppt. Ach, da kommt immer mehr aus den Gebüschen gesprungen. Naja. Hilft denen aber nichts. Denn wir sind zu mächtig für diese Kreaturen. So, warte mal, hier hatte ich alles, ne? Genau, hier habe ich ja angefangen. Da sind wir jetzt einmal im Kreis gegangen. Und gehen hier, oh, die Untoten, hier runter. Hier habe ich auch schon mal öfters blaue Drops bekommen, in dieser Gegend hier. So. War das die Gegend? Zumindest waren es abgebrannte Felder vor einer etwas größeren Stadt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das hier war. Aber dort ist immer irgendetwas Blaues gedroppt. Ich weiß nicht, ob manche Gegenden einfach dafür gemacht sind oder ob das echt nur Zufall ist. Ja, jetzt gehen wir jetzt schon ein bisschen auf den Sack. So. Nun gut, nur Gesundheitstränke. Da haben wir ja wieder genug von. Das war ja wieder total sinnig. Gut, das hätten wir. Da steht noch ein Skelettmagier. Eine Frostleiche, aha. Ach man, lass doch nicht immer so einen Quatsch hier droppen. Lass droppen? Nee, dropp nicht immer so einen Quatsch. So ist es, glaube ich, richtig. So. Zack. Oh, da ist wieder erkranktes Gefieder gedroppt. Okay. Hoffentlich du auch. Nein, natürlich nicht. Nee, ihr bleibt mal bitte da oben. Ich hab... Ach man, was habe ich denn gesagt? Du sollst oben bleiben, verdammt. So. Gut. Zack, was haben wir hier drin? Ein korinthischer Kampfhelm der Wahrnehmung. Ja, da bin ich mal gespannt. Er hat wesentlich mehr Rüstung, allerdings verlieren mit 10% Stärke und 17% Geschicklichkeit. Die Intelligenz, haben wir gelernt, ist uns relativ egal. Ich mache mal kurz wieder auf dem Primäranzeige-Bildschirm oder so ähnlich. So, wir hatten doch eine Essenz hier. Gut, jetzt haben wir schon zwei Stück davon.
Nun ja. Da vorne geht's weiter. Wir werden trotzdem erstmal das Umland hier erkunden. Denn wir nehmen alles an Erfahrung mit. Was es mitzunehmen gilt. Gut. Ah ja. Noch ein paar Magier. Und anderes Zeug. Ja, die sind da relativ leicht aus den Latschen zu hauen. So, ich meine, aber unten geht's, oder hier in diesem Kreis geht's noch weiter. Jawohl. Ah, ich hätte wahrscheinlich mehr reingehen sollen. Jetzt ist nämlich hier der oben nicht getroffen worden. Yeah, wir sind einfach zu mächtig. Oh, sehr nice, da unten die Küste. Keine Ahnung, nee, da kommen wir gar nicht hin, ne? Hm, schade. Sehr schade. Okay, dann können wir auch da oben weitergehen. Wir haben jetzt hier alles erkundet. Nee, warte mal. Was ist denn hier noch? Genau, auf den Feldern waren wir noch gar nicht. Aha, da sind noch mehr Schurken. So, sehr geil. Ey, hör auf da rumzubangen. Meine Fresse. Ach, Gold. Wie schön. Dass ich das Gold nicht in meine Taschen, in meine RL-Taschen transferieren kann, ist immer ärgerlich. So, da helfen wir noch ein bisschen nach. Ja, super, nichts gedroppt, wie auch immer. So, hier ist noch ein einzelnes verlorenes Skelett. Ich hau nochmal kurz einen Heiltrank rein, weil wir haben ja genug. Oh, eine Halskette der Finesse, das ist wahrscheinlich Geschicklichkeit, ne? Finesse, ja, wird wahrscheinlich sein. So, zack, zack. Und dann schaue ich mir die Halskette mal an, der Finesse. Genau, 22 Geschicklichkeit, auch nicht schlecht. Was war das hier? Ach ja, Energie, so ein Quatsch. Wer braucht schon Energie, wenn es Red Bull gibt? Haha. Ich hätte den Namen eigentlich verfremden müssen, oder? Naja, ich kriege ja kein Geld dafür. So, leider nicht. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier ist der Kerata-Wald. Und da gibt es eine schöne Ruine in der Mitte. Ich nehme erstmal den Schrein der Erfahrung mit. Und dann geht es auf Arachnos-Jagd. Jawohl. So, du bist tot und du folgst im Nu. Ah, super. Schon wieder ein Trank, meine Fresse. Was sollen wir mit den ganzen Tränken hier? So, warte mal, guck mal mit. So, hier noch. Jawohl. Ah, jetzt weiß ich, was uns bald blüht. Bald können wir unser, ja, wir haben ja noch nicht ganz umgeskillt. Aber wir können bald unsere Fähigkeiten gegen den Zyklopen testen, denn der müsste nach diesem Gebiet kommen. Nein, ich habe nicht gespoilert. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, guckt euch bitte den normalen Schwierigkeitsgrad an. So, dies ist nur eine Fortsetzung. Das heißt, die Geschichte ist 1:1 dieselbe und es passiert genau das Gleiche, nur dass es ein wenig schwerer ist. So, ja, das heißt schwerer bis jetzt eigentlich nicht. Ist eigentlich ganz cool. Lässt sich gut aushalten. Gut, wir gehen erstmal hier oben weiter. Aha, hier sind wieder die Untoten. Ach, da ist noch ein Bogenschütze, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, da ist was gedroppt. Verkörperung des der Achilles-Tapferkeit. Oh, ein Ring der Finesse, sehr geil. Und sterbt. Ein zweites oder drittes Mal, oder keine Ahnung. Ah, hier sind die Untoten wieder zugange. So, warte mal, das wird gerade ein bisschen heftig. So, ich gehe mal hier hin. So, jetzt ist Ruhe im Karton hier. Meine Fresse, ja, du auch. Ja, wie gesagt, die Speerattacke müssen wir definitiv, da gibt es keinen Weg dran vorbei, noch ausbauen. Die ist nämlich ziemlich geil. So, warte mal, ich fange mal hier vorne an mit Looten. Da haben wir ja schließlich angefangen. Großer Schwerknüppel. Ach, Mann. Los, kommt ran. Und auf Wiedersehen. Nice. Gut, dann geht's weiter. Halskette der Finesse, die haben wir irgendwie schon. Na egal. Oh, eine Qualitäts- und eine königliche Truhe direkt hintereinander. Da muss doch was drin sein, oder? Oder? Na? Natürlich nicht. Das ist so unfair. Okay. Dann schauen wir mal durch. Gut, den Helm hatten wir schon gesehen. Das hatten wir auch schon. Warte mal, können wir irgendwas kombinieren? Es sieht nichts. Kann man das überhaupt erstmal sortieren, dass das Sinn macht? Also die Sortierung ist doch echt kacke.
Ach, egal, muss ich irgendwann mal machen. So, hier haben wir Beinschützer, die sind jetzt nicht ganz so geil. Also nichts dabei, was uns irgendwie interessieren könnte. Nur ja. Vielleicht mache ich die Bossgegner auch ein paar Mal hintereinander. Lässt sich ja alles arrangieren. So, hier sind die alten Ruinen. Achso, warte mal, das sind doch die Banditen, oder? Haben wir die schon? Knochige Banditen, genau das machen wir gerade. Das wird ziemlich heftig. Ich weiß, auf normalen Schwierigkeitsgrad mit der Rüstung, die man auf dem Stand dann hat, sind die verdammt schwer. Zumindest einer davon. Aha, da ist auch schon der erste. Na komm schon. Meine Fresse. Ja, aber irgendwie ist er gerade... Ja, nicht so schwer. Kann man das so sagen? Nicht so schwer. Ja. Gut, ich sag dazu nichts. Auf jeden Fall, auf den normalen Schwierigkeitsgrad habe ich den als sehr schwer, weil man gerade noch nicht alle Skills hat, die man benötigt für sein Bild. Ja, vielleicht war das auch nur der etwas leichtere. Naja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt. Wobei, ich sehe gerade... Moment. Bevor wir was überstürzen, die Zeit ist nämlich rum. Das heißt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir werden beim nächsten Mal die anderen beiden Banditen auch noch wegknallen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann.